Der öffentliche Test für Update 1.11.1 steht kurz bevor. Hier haben Spieler die Chance, die neuen Verbesserungen anzusehen und neue Mechaniken kennenzulernen, ehe sie zum integralen Teil von World of Tanks werden. Das Update umfasst kleine Verbesserungen und große neue Funktionen. Züge 2.0 ermöglichen es schnell und einfach, Spieler für Züge zu suchen, die am besten passen. Ein verbessertes Interface in der Garage und im Gefecht. Und natürlich neue italienische schwere Panzer. Die italienischen schweren Panzer sind endlich bereit zu zeigen, was ihre neuen Geschütze können. Es gibt eine Verzweigung vor Stufe 7. Hier könnt ihr vom Zweig der mittleren Panzer zu den schweren Panzern gelangen. Dem Carro P88, dem Progetto CC55 Mod 54, dem Progetto C50 Mod 66 und dem Rinoceronte. Ihre Spielmechanik wird ähnlich sein wie bei italienischen mittleren Panzern. Aber es gibt einen angenehmen Unterschied. Wenn ein Fahrzeug während des automatischen Nachladens feuert, erhält es einen Bonus auf die Ladegeschwindigkeit der nächsten Granate, um die abgefeuerte auszugleichen. Je niedriger die verbleibende Zeit bis zur vollen Ladung, desto größer der Bonus. Der Bonus sammelt sich 2 Sekunden nach dem Nachladen in der Trommel an. Dies wird durch die erste der 4 Markierungen angezeigt. Die zweite Markierung zeigt 16% Boost auf Nachladen an, die dritte 33% Boost. 2 Sekunden ehe die Granate geladen wird, wenn die letzte Markierung leuchtet, erhält man den maximalen Bonus von 50%. Dies wird auch durch einen besonderen Ton angezeigt. Das System hört sich kompliziert an, ist aber einfacher zu nutzen als normale Selbstlader. Beispiel: Ein italienischer mittlerer Panzer feuert nicht auf den Gegner, weil er noch eine Granate nachladen und dann 2 abfeuern will. Doch diese Sekunden reichen dem Ziel, um zu entkommen. Wenn er trotzdem feuert, setzt sich die Nachladezeit zurück und er verliert die nächste Granate. Jetzt aber der Panzer mit verbessertem Selbstlader. Hier kann der Kommandant flexible taktische Entscheidungen treffen. Man sollte warten und nachladen, aber wenn man feuert, ehe die nächste Granate bereit ist, wird ein Teil der verlorenen Zeit gutgeschrieben und das Fahrzeug bleibt nicht ganz hilflos. Dieser Bonus kompensiert die Zeit der teilweisen Ladung. Damit kann der Kommandant wertvolle Sekunden im Kampf gewinnen. Der Panzer bleibt in jeder Situation für den Gegner gefährlich. Aber nicht nur die Geschütze helfen ihnen, das Gefecht zu überleben. Relativ gute Dynamik, typisch für die Fahrzeuge des Zweigs, erlaubt schnell anzugreifen und sich wieder zurückzuziehen. Ordentliche Panzerung und herausragende Neigungswinkel ermöglichen es, ihre Macht einzusetzen. Die neue Spielmechanik kann direkt im Spiel ausprobiert werden durch den Test-Client zukünftiger Updates. Reden wir jetzt über die aktualisierten Züge, in denen der Fortschritt durch den neuen italienischen Zweig noch mehr Spaß macht. Dies ist ein neues System für die Suche nach Zugmitgliedern. Es bietet mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine schnelle und bequeme Suche nach Spielern über Spieler finden im entsprechenden Menü. Man kann Parameter für diese Suche einstellen. Man kann bevorzugte Fahrzeugstufen auswählen, um Gesellschaft für ein angenehmes Spiel zu finden. Man kann auch auswählen, ob jemand den Sprachchat nutzt oder nicht. Auch wenn man diese Option nutzt, kann man Zugmitglieder weiterhin stumm schalten. Und schließlich kann man die Fahrzeuge der Zugmitglieder direkt in der Garage neben den eigenen sehen. Sie werden in ihrem aktuellen Aussehen angezeigt, entsprechend der Anzeigeeinstellungen für nicht-historische Anpassungselemente. Bei der Suche nach Spielern beachtet das System die Fahrzeuge in den Garagen der Spieler, ihre bestrittenen Gefechte und vor allem ihren Rang in der Ruhmeshalle, damit nur Zugmitglieder ausgewählt werden, die einander angemessen sind. Beachtet bitte, dass die Auswahl nach Rang im öffentlichen Test weniger genau sein kann, weil ausgeweitete Statistiken auf den Konten fehlen. Die Zugmitgliederauswahl funktioniert in Zufallsgefechten und soll auch in anderen Modi eingeführt werden. Mehr dazu später. Der Fortschritt durch den Zweig im Zug mit anderen Kommandanten macht nicht nur Spaß, es lohnt sich auch. Denn der Zug gibt weiterhin Bonus auf EP und Kreditpunkte, wenn man ein Premium-Konto hat.
Im Gegensatz zur Schaltfläche Spieler finden, erstellt die Schaltfläche Neuer Zug einen neuen Zug, zu dem man Spieler von der Freundesliste einladen kann. Man kann auch zusammen mit einem Kommandanten einen Dritten über die Suche finden. Denkt daran, dass die Spielersuche alle aktuellen Einladungen zum Zug annulliert. Wenn ihr kein Auto-Matching-System verwenden möchtet und das alte Zugsystem bevorzugt, macht euch keine Sorgen. Das neue System kann auf die alte Art genutzt werden. Dynamische Züge bleiben auch. Die komplette Liste der Verbesserungen für angenehmere Züge wird bald verfügbar sein. Zusätzlich zu komplexen Lösungen wollen wir auch die besten Ideen von Benutzermods ins Spiel einbinden. Wenn man jetzt einen bestimmten Server beim Spielstart auswählt oder ändert, merkt das Spiel sich diesen und wird ihn automatisch auswählen, wenn man das Spiel erneut betritt. Die Erfahrung im Gefecht wurde auch angenehmer gestaltet. Beschädigte Module haben jetzt einen Timer für automatische Reparatur. Jetzt weiß man genau, wann ein Modul wieder einsatzbereit ist. Das hilft dabei, Ersatzteilkisten nicht zu verschwenden. Oder im Gegenteil, sie im richtigen Moment einzusetzen. Jetzt wird auch der sogenannte Proxykreis von 50 Metern auf der Minikarte angezeigt. In diesem werden Fahrzeuge immer entdeckt. Man sieht den Feind und der Feind sieht einen. Der Proxykreis und der Timer für automatische Reparatur können in den Einstellungen aktiviert werden. Mit diesen kleinen Verbesserungen wird World of Tanks weiter angenehmer und spielerfreundlicher. All diese Änderungen könnt ihr persönlich ausprobieren. Im öffentlichen Test für Update 1.11.1. Testet das verbesserte Interface, findet Gefährten über Züge 2.0 und probiert den verbesserten Selbstlader der italienischen schweren Panzer. Angeführt vom Rinoceronte aus. Viel Glück auf dem Schlachtfeld!